It's that zest, super bow, no, she must flow. Yeah, 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 yeah. It's that, yeah, yeah, yeah. It's that zest. Herzlich willkommen hier in der Kampfzelle. Heute haben wir Rathaus 12 gegen Rathaus 11 Fights. Wie ihr hier 3 Sterne bekommt. Wir haben ein paar CWs, wo wir ein paar Rathaus 11 Gegner haben. Und die wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Wie ihr sehen könnt, ich bin hier fleißig am Ausbauen. Meine erste Kaserne ist dann bald auf Level 13. Die Clanburg hier noch 2 Tage, dann ist sie auch endlich wieder Max. Ich habe heute eine Armeelager hier gestartet. Und hoffe, dass das dann in 13 Tagen, 14 Tagen ist es dann fertig. Bis dahin will ich meine anderen 3 Armeelager auch gestartet haben. Ich werde jetzt erst nochmal mein Rathaus hier auf Level 3 verbessern. Das haut hier richtig rein, wenn man es Max hat. Richtig krass, was das alles an Schaden auslösen kann. Wie die Loons vom Himmel fallen, wenn hier der Tesla komplett ausgebaut ist. Also ich lasse mich überraschen, wie es dann wird hier, wenn es Max ist. Die Gegner, die ich bisher hatte, haben immer richtig reingehauen bei meiner Lava Luna Tech. Da muss man wirklich umdenken, auf das Rathaus mit als erstes gehen. Gleich ausschalten, sonst hat man hier keine Chance. Wir werden uns jetzt erstmal, wie gesagt, die Rathaus 12 gegen Rathaus 11 Fights anschauen. Also viel Spaß dabei. Jetzt haben wir einen Fight von Backflash. Auch er kommt hier mit einer Lava Luna Tech. Und wie ihr sehen könnt, die Queen am Rand. Das ist natürlich super für den Fight. Er hat hier noch 2 Skelettzauber dabei. Beginnt aber auch hier erstmal um die Seiten hier etwas zu klären. Und kommt von 6 Uhr mit seiner Ramme. Und will hier mit seinen Helden natürlich Richtung Adler. Und Richtung Luftabwehr. Und wie ihr sehen könnt, das funktioniert hier einwandfrei. Die Ramme öffnet hier wunderschön die Base. Die Walküren mitten der Ramme räumen hier richtig gut auf. Leider geht die Queen außenrum, was natürlich nicht wirklich schön ist. Aber immerhin schafft es der Giftzauber hier, die Clanburg auszuschalten. Die Queen leider schon gestorben, nicht viel erreicht, hier hätte viel mehr Luftabwehr ausgeschaltet werden können. Er setzt hier erstmal ein paar Eilzauber und ein paar Loons schön hintereinander weg. Und wir sehen können, super wie das funktioniert, die Loons rücken sehr schnell nach. Ein Wut noch in der Mitte, um hier richtig aufzuräumen. Und der nächste Hund hier von 11 Uhr und auch ein Eilzauber, dass die Loons schnell hinterher können. Die Queen ist hier mächtig am Aufräumen. Hier müssten langsam mal die Skelettzauber kommen. Noch ein Eil und jetzt kommen die Skelettzauber hier auf die gegnerische Queen. Die kümmern sich natürlich hervorragend hier um die Queen ohne Probleme. Nur noch eine Luftabwehr da, ein paar Loons noch am Leben. Sehr schön gemacht hier von Backflash. Wie ihr sehen könnt, die komplette Base hier schon. Alle Devs weg. 2 Loons nur am Leben. Hier hat er etwas geschlafen mit den Skelettzaubern. Aber alles nochmal gut gegangen. Schöne 3 Sterne hier im CW von Backflash. Schön gemacht. Kreises kommt hier mit einer Lava Luna Tech. Hat am Anfang Bowler und die Helden dabei, um hier etwas aufzuräumen. Und beginnt hier, wie ihr sehen könnt, erstmal mit ein paar Bogenschützen und ein paar Loons, um hier den Bogiturm auszunehmen. Wie ihr sehen könnt, hat er hier mit einem Drang seine Truppen auf Max gemacht. Und kann hier schön mit dem Babydrachen, natürlich wenn der Bogiturm weg ist, die Seite schön clearen. Und kommt jetzt mit der Ramme, wie ihr sehen könnt, Richtung gegnerische Queen und Rathaus, um hier eine schöne Schneise zu machen. Mit seinen Helden und den Bowlern dahinter kann hier natürlich super die Queen ausgeschaltet werden. Aber auch hier lässt er sich Zeit, dass die Helden nicht von den
Gebäuden hier auf der Seite weggezogen werden können. Sehr schön mit den Magiern hier und den Bogenschützen geklärt. Super gemacht, trotzdem läuft der King hier nach außen weg. Aber nicht weiter schlimm, die Bowler haben sich ja um die gegnerische Queen gekümmert. Der Giftzauber hier ist sehr schön auf die Hexen platziert. Sehr wichtig, dass auch alle Skelette drin sind, weil die können richtig, richtig nerven. Wie ihr sehen könnt, der linke Teil der Base komplett ausgeschaltet, 36% Gesamtschaden. Sehr schöner Killsquad hier von Crisis. Und jetzt kommt er hier, wie ihr sehen könnt, von 11 Uhr mit seinem ersten Lavahund und ein paar Loons. Der Rest kommt dann natürlich Richtung 3 Uhr. Die Loons hier alle sehr auf einen Haufen, das ist natürlich nicht schön. Hier die restlichen Loons von 2 Uhr mit dem Hund und einmal natürlich im Uhrzeigersinn durch die Base hier richtig viele Eilzauber, das natürlich sehr schnell nachgerückt werden kann. Zwei Frost dabei und da hat die Base überhaupt keine Chance mehr. Wir gucken uns noch das Cleanup an. Der Tesla an der Ecke. Natürlich nicht wirklich schön, aber auch kein Problem. Hier für ihn sehr schöne 3 Sterne. Auch Striker kommt hier mit einer Lava Lunatic und er hat hier einen Zeppelin mit dabei. Alle 4 Luftabwehr auf einer Ecke, wie ihr sehen könnt. Er beginnt hier erstmal von unten mit einem Bowler die Seite zu clearen, um seinen Tunnel hier sehr schön auszubilden. Jetzt kommt der King und die Queen. Und wie ihr es an den Gebäuden schon sehen könnt, ziehen sie natürlich Richtung Rathaus, Richtung gegnerische Queen. Die versteckt sich hier noch hinter der Mauer, aber mit der eigenen Queen natürlich kein Problem, diese auszuschalten. Sehr einfach, sehr schön gemacht hier. Dann kann natürlich die Lava Lunatic hier von oben beginnen. Er lässt sich hier Zeit, bis seine Queen hier gestorben ist und kommt von 6 Uhr mit dem ersten Hund und ein paar Loons. Richtung 3 Uhr kommt er dann mit dem nächsten Hund und den nächsten Loons, wie ihr sehen könnt. Er lebt sich hier den Zeppelin noch etwas auf, um dann von oben hier als neuer Hund quasi mit reinzukommen. Noch ein paar Loons hinterher. Den wurden hier in der Mitte schön gezündet. Der Zeppelin hier richtig schön am Vorbeifliegen. Jetzt zündet er ihn hier, um die Loons in der Mitte rauszulassen. Sehr schön. Wie ihr sehen könnt, aus der Clanburg kommt nichts raus. Das heißt, da ist sicherlich ein Hund drin. Schön ausgenutzt, diese Schwäche der Base. Und wie ihr sehen könnt, mit dem letzten Gebäude hier gefallen, können sich die Loons um den Rest der Base kümmern. Ein paar Welpen mit dabei und ein paar Minions hier zum Aufräumen. Schöner Fight hier von Striker. Sehr schöne 3 Sterne. Jetzt haben wir noch einen richtig knappen Fight von Attila. Er kommt hier mit 28 Bowlern, 6 Heilern, das heißt Mass Bowler Attack hier. Er kommt hier oben, wie ihr sehen könnt, von 11 Uhr mit ein paar Bowlern und der Ramme vorneweg. Die Ramme hier gleich beim Rathaus gesetzt, mit 2 Riesen und dem PK drin. An der Seite hier ein paar Bowler mit den Heilern dahinter noch gesetzt. Und der Rest seiner Bowler soll hier wunderschön in die Mitte rein, was auch soweit super funktioniert. Den wurden hier gleich gezündet, damit hier sein King nicht stirbt. Hat leider nicht funktioniert, etwas zu spät gezündet. Der King hätte überlebt und dann wären es hier lockere 3 Sterne gewesen. Wie ihr sehen könnt, der E-Drachen hier in der Burg kann eigentlich überhaupt nichts ausrichten. Sehr schwach hier die Einheit in der Def. Ich verstehe nicht, warum diese genutzt wird. Bringt keinem etwas. Hier, wie ihr sehen könnt, der PK hier vorneweg. Die Bowler hinterher können in der Mitte noch etwas den X-Bogen schwächen, aber sonst passiert hier nichts. Der PK schafft es hier, den Inferno-Turm zu killen, was dann natürlich zum Schluss der Queen richtig hilft. Und noch ein paar Bowler und ein Mager hier, die super austeilen, aber leider kommt hier die Luftabwehr auf die Heiler und kann diese auslöschen. Die Bowler haben hier keine Chance gegen den gegnerischen King. Die Queen hier ganz alleine mit ein paar Bogies
läuft hier einmal im Uhrzeigersinn noch außenrum. Wir spulen hier etwas vor. Der King hat sich unten um die Truppen gekümmert. Einen Wutzauber hier noch für die Heiler, dass die Queen auf 100% bleibt und schnell wieder aufgeladen wird. Der Tesla an der Ecke wird hier leider zum Verhängnis. Die Queen läuft erstmal nach unten, clear die ganze Seite und läuft jetzt gleich wieder zurück. Hier hat er etwas zu früh gezündet. Wäre er schneller hier durch die Mauer gekommen, wären noch locker 3 Sterne drin gewesen. Aber so sind es, nur 99%. Trotzdem schöner Fight von Attila. Das soll es auch schon wieder gewesen sein für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wie immer denken, liken und abonnieren. Bis zum nächsten Video.